Willkommen zurück zu Banjo Tree! Ist eine verrückte Vogelfrau? Okay, wir sind mitten im Quiz, im Tragödienturm-Quiz, dem Quiz von Banjo Tree. Und sind ganz gut dabei, ist auch ziemlich einfach, wenn ihr mich fragt. Ich sehe nichts auf dem Bildschirm, hallo? Okay, das sind die Puzzleteile, klar. Das ist, die achte Welt. Fünf, mehr als fünf, weniger als fünf, fünf. Leck mich doch. Wahrscheinlich, wie viele Puzzleteile es sehen war. Wie viele Münzen mit einer Pistole? Scheiße. Mehr als fünf. Das waren mehr als fünf. Bescheuert? Selbst ich hätte das gewusst. Wer lauert im Heizkessel des Zuges in der Klunkertluftmine? Natürlich Plaketto Blanco. Nicht Roberto Blanco. Mit dem Marke steht auf dem Flasche der... Bist du bescheuert? Du hast recht. Das lass ich gelten. Hier ist eine Szene aus dem Spiel. Ja. Ist der Pirat, der... Oh Gott, der Name weiß ich da. Weiß, Rot, Gelb. Scheiße. Gelb. Scheiß, Mann. Welche Farbe hat das Halstuch des... Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich dachte, welche Farbe ist nicht zu sehen. Das war, glaube ich, Rot. Bescheuert. Hättest du doch versuchen können. In was wird Banjo von Humor Wumba nicht verwandelt? Schneeball Krokodil. Krokodil war Teil 1. Wie viele Eintrittskarten braucht man für das Großzelt? 4. Oh Mann. Egal, jetzt ist eh vorbei. Der im See. Bauchkrämpfe? Ja, Bauchkrämpfe. War richtig. Die haben das gemeint, im See, im Berg, das Teledaktylfland lebt. Ja, Bauchkrämpfe ist richtig. Hol die Punkte. Aber damit ist Gleichstand. Nee. Oh. Stimmt, das war 50-50 Chance, deswegen nur ein Punkt. Ich habe trotzdem gewonnen. Runde 2 ist beendet. Offenbar hat auch Schwesterchen Blobel dagegen dieses Dummbär versagt. Hier der Trostpreis. Ja, oh Gott. Jetzt spritzt Fett. Achtung. Oh, die Katze. Hör jetzt gut zu. Dumpfbacke. Ich ändere die Regeln für die letzte Runde. Damit es schwerer wird, werde ich euch die Antworten erst zeigen, wenn ihr den Summe betätigt. Na und? Wenn ihr die Antworten nicht wisst, dürft ihr Z drücken und die nächste Frage hören. Ihr müsst einen netten kleinen Punktestand innerhalb der vorgegebenen Zeit erreichen. Meines ist doch gut. Ich wünsche euch viel weggeklickt. Banjo Smart oder Grunty's Blatt. Okay, los geht's. Er ist auf der Tapete im Fabrikarbeiterquartier der Grunty Mumbo. Joanna Dark stand da. Cool. Welche Farbe hat kein Ginger im gesamten Spiel? Grau. Das gelten. Welches Tier hat ein Problem mit Fliegen? Die Kuh, die Kuh, die Kuh. In Welt 1. Wie viele Steinballtrainer beraten dich 3? Ich brauche 15, das ist doch easy. Welches Problem hatten die Dino-Kinder im Teledaktylfland nicht? Winzigkeit, Übergröße. Ja. Wie viele Ein- bzw. Ausgänge hat die Zentralhöhle im... Boah. Rot... 9? 12? 9. Scheißdreck. Plötzliche Amnesie? Welchen Ort gibt es in dieser Steinhalle? Die Eister von Gott. Boggis Bau, das heißt ein bisschen anders. Was hält das Alien-Mädchen in den Steinhagen-Gipfeln fest? Ach du Scheiße. Jinjo? Spiegel? Ja. Welches Werkzeug greift Banjo in der Mine an? Hammer, Akkubohrer, eine Schaufel. Also ein Akkubohrer wäre auch cool. Welches Produkt findet man nicht in der Mülltonne im Wolkenwunderland? Eine Tube Zahnpaste. Damit haben wir die Punktzahl schon erreicht, Leute. Was attackiert dich feurig aus den Wänden der Steinhagel gefunden? Hä? Achso, diese Hände da. Hm, okay. Welchen Vornamen hat Frau Bottles?
B? Er wurde nie erwähnt. Schlecht. Bei welchem Move, den nur Banjo ausführen kann, hältst du Z und drückst oben? Das ist der Hüpfsack. Ganz genau. Wie wird Diegler bei ihrem ersten Auftritt genannt? Ihrem? Schmelztiegel mit Sehfehler. Ach, wie langweilig. Wie heißt der Schneemensch mit dem großen Fuß? Bigfoot. Oder halt Klumpfuß, ja. Und? Welchen Zauber wendet Mumbo im Wolkenwunderland an? Regentanz. Weiter. Welche Waffe benutzen die platten Bösewichter in der Zentralhöhle des Wolkenwunderlands? Ein Kotelett, eine Wurst. Wurst. Eine Frage kriegen wir noch. Er hat einen meiner Preise aus dem Quiz des ersten Spiels Crunty Furnace Fun. Fundus! Der hat nämlich, ihr wisst schon, die Puppe. Das war's. Die letzte Runde ist beendet. Welche lächerliche Punkte stand denen? Hä? Was soll das denn? Das kann nicht stimmen. Die Punktezählsystem muss kaputt sein. So viele Punkte kannst du gar nicht haben. Das darf schon nicht wahr sein. Ich annulliere den Sieg aufgrund technischer Mängel. Oh je, und was jetzt? Ich weiß nicht. Irgendwelche Vorschläge? Du könntest dich feige davon machen, wie in Banjo-Kazooie, bevor wir dir in deinen knochigen Hintern treten. Ja, das könnte ich. Danke, das Superhirn. Glücklicherweise habe ich mir genau dafür eine Rakete hier eingebaut. Ich warte oben auf euch wie letztes Mal, aber dieses Mal werdet ihr abstürzen. Das wollen wir doch mal sehen. Gun Chamber. Korrekt. Komm, Kazooie. Finden wir heraus, wohin diese Tür führt. Die gerade aufging. Glaubst du, das Spiel ist jetzt zu Ende? Ich glaube nicht. Es gab noch keinen Abspann. Stimmt. Okay, gehen wir. Und die letzte Tonne fällt runter. Geil. Wir kriegen jetzt einen Abspann, ne? Kann das sein? Na, Banjo-Kazooie wurde ermöglicht durch... Ah, so ein Fake-Abspann schon wieder. Die haben mich damals schon genervt. Das regt mich heute noch auf, dass es mich damals genervt hat. Und damals hat meine Let's Plays noch keiner geguckt. Bis auf euch, die ihr gerade noch zuhört. Also, Jinjo, Buzzer und Lungo, das finde ich eigentlich ganz nett, dass jeder Entwickler sich identifiziert mit einem der Charaktere im Spiel. Oh, ein bisschen schneller geht's schon. Wird eine lange Nacht, Leute. Salvatore Frucht Filetscher. Steven Honig Benny Hurst. Grand Brigetto Blanco Kirkhope. Hoffentlich behalte euch ein bisschen, hey. Kann so betreiben. Paul von Fuck Fuck Majalek. Steve Mingella Malpass. Greg Cronty Mails. Wie lange soll es jetzt hier gehen? Ihr seid doch bescheuert. Steve Flobelda Mails. David Dilberter Passhout, Andy Jolly Roger Pollington. Ich will den Andy Pollington nicht kennenlernen, wenn der sich mit Jolly Roger identifiziert. Chris Safe Genial Sutherland und Mark Eric Ice Wilson. Hey, den Sutherland habe ich oft bei Donkey Kong Country gelesen, hey, 1 bis 3 im Abspann. Wahrscheinlich kommt noch B-Gun. Das wäre cool. Ross Barenbill, Bullymore, Matt Fittiger Joe Carter, den würde ich gerne kennenlernen, Justin Canarenkala Cook, Richard Felsner's Cousins, Andrew Clunk Kimberley und Luke Frofoni Mountain. Na gut. Leute, es fehlt noch ein Jinjo und der letzte Bossfight. Dale Frau Boggy Murchie, David Dimple Parkinson, und Gary Gobi Phelps. Ich will wissen, ob B-Gun kommt. Das war ein alter Running Gag, hey. Gavin Muffo Price, John Jimbo Jim Silke, Roger Schmuddel Smith. Ja, die Bilder sind ganz nett, aber ich bin momentan nicht so in der Stimmung dafür. Gareth Globo Stevenson, Home Pacello World, David Tikla Wong. Die Weapons sind nice. Hm.
Roger Harrison, Tom Herzog und Michael Kelber. Warum habt ihr keinen Spitznamen? Ja, typisch Grunty GmbH. Trostlos. Ihr nehmt doch keine Gelegenheit, es noch langweilig zu machen, oder? Ich werde diesen Namen jetzt nicht vorlesen. Das sind halt die Nintendo-Leute. Das sind nicht die Leute von Rare, sondern die Nintendo-Leute. Die sind hiesig. Richardson und die Jünger des Pucello. Bescheuert? Bescheuert? Okay. Lauter kleine Schwulis. Danke an folgende Rare-Mitarbeiter. Simon Schlackerhaufen-Farmer, Evelyn Plinkies Fischer und Eileen Helga Hochberg. Die Eileen Hochberg sieht bestimmt auch so aus. Oh Mann. Joe Lamjas Hochberg, Scott Scrotty Hochberg und Lame Mr. Pants Lofty. Gott, läuft da auch nur in Unterhose rum da? Oh Gott. Chris Fenders Seavor, Chris Jingling Stamper und Tim Zebraman Stamper. Das sind die Rare Champions. Das sind die absoluten Maker bei Rare, die Stampers. Andy Bottles Wilson. Ich finde so ein Abspann scheiße, wenn noch gar nicht der Abspann kommen sollte, ne? Herr Arakawa, Chris Campbell und Mike Fuguda. Mitarbeiter von Noah? Was ist denn Noah? Ich weiß es jetzt nicht. Wir haben den Vornamen von dem einen nicht gewusst, ey. Don James, Kenlop, Jaquali Story. Wie kann man denn Story mit Nachnamen heißen? Ist ja cool. Hallo, Herr Geschichte. Nicht leicht. Jetzt ist aber gut da. Mach mal fertig da. Was ein Scheiß. Ihr stimmt mir doch zu, oder? Aber noch so lange. Jeden Namen einzeln. Testing Europe, Andy Fay, Kai C. und Kai Neumann. Kai C. auch schon mal gehört, ey. Der hat eine jede Menge gemacht. Maurice Tisdale. Hey, ist die mit Ashley Tisdale verwandt? Mit der. Europe, France and Spain. Liegen France and Spain nicht in Europe? Na gut. Besitzer Andrea Jahn, Daniel Charbet und Carlos Montilla. Danke euch. Haben wir den Spider-Mountain nicht schon mal gesehen? So ein Scheiß. Jetzt nehme ich hier so ein Part in Super HD auf. Nee, nicht ganz, aber... Das ist vielleicht das Letzte. Banjo-Tooie wurde entwickelt von Rare und veröffentlicht von Nintendo. Danke. Jetzt wissen es alle. Und schließlich ein großes Lob an euch, die das alles ermöglicht haben. An mich? Ja, cool, danke. Upsa. So. Ich kann mich wieder aufrichten, denn es wird Zeit. Ein Bild noch. Okay, das war's. Ach, Gott sei Dank. Können wir jetzt weiter spielen? Okay, Zwischensequenz. Bottles wird wiederbelebt. Ach, scheiße, warum verrate ich eigentlich alles? Oder keine Ahnung, mal sehen. Steht doch da nicht einfach nur da! Es ist noch Zeit! Rettet meinen Bruder und Jingaling! Kehrt die Lasereinstellung an! Aber das ist keine Anleitung! Kein Problem! Ich drücke ein paar Knöpfe und sehe, was passiert! Nein, ich, das sollte helfen. Du gefederter Vollidiot! Alles könnte jetzt passieren! Was wir da unten jetzt wohl treffen? Coole Sache. Und wir treffen, auf welch Wunder! Schau, es funktioniert! Ha! Jetzt ist eine Entschuldigung fällig!
Auf keinen Fall! Yay! Danke, Leute! Als Zombie hat man kein schönes Dasein! Weiter geht's im nächsten Part, also bis dann und ciao!